Montana Kitchen Date mit Art Deco Hotel Montana. Das Hotel, das lebt. Und Thermomix. Clever kochen, einfach genießen. Kitchen Date, die etwas andere Kochshow. Drei Kandidaten kämpfen am Herd um die Gunst einer Frau. Der schlimmste Moment in meinem Date ist, dass ich einfach weglaufen musste. Sie entscheidet anhand des Essens, welchen Koch sie näher kennenlernen möchte. Mein Name ist Gianluca Di Sante, komme aus Hergiswil, Kanton Nidwalden, bin 26. Eine Leidenschaft von mir ist Feuerwehrmann sein. Spiele Theater, bin viel im Fitness und sonst auch so mit Kollegen unterwegs. Ja, das Temperament ist da, ich rede gerne und ich brauche sicher eine Frau, die mir ein paar Rollen bieten kann. Ich hasse Verspätungen über alles. Etwas entspannter ist es im Leben von Philipp. In meiner Freizeit gehe ich viel mit meinem Hund laufen, mit den Kollegen in den Ausgang oder in Bars oder etwas essen. Und sonst bin ich viel mit der Familie unterwegs. Also das Aussehen spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, aber ich denke, das ist nicht alles. Man sollte halt am Morgen schon aufstehen und irgendwie rüberschauen und sagen, okay, ist gut. Sie dürfen ein bisschen zickig sein, aber nicht allzu fest. Und der nächste Philipp. Ich gehe gerne in die Berge. Alles, was mit Bergen zu tun hat, im Winter Skitouren, Skifahren und sonst Wandern, Joggen, Biken. Ja, aus der Erfahrung heraus muss sie brünett sein, sage ich jetzt mal. Und sonst habe ich eigentlich gar nicht grosse Ansprüche auf, ob sie jetzt blond, brünett, blaue Augen, was auch immer hat. Okay, eine klare Aussage. Ich kann sicher eine rechte Zicke sein. Und, aber das leitet sich dann nach ein paar Stunden, ist das wieder gut. Diese drei Junggesellen werden nun alles geben und mit ihren Kochkünsten versuchen zu trumpfen, um ihr Herz zu erobern. Petra Mojano, ich bin 31 und komme von Reiden. Äußerlich habe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt grosse Vorstellungen, weil logisch beim ersten Blick ist das Äußere wichtig. Eigenschaften, die mir wichtig sind an einem Mann, sind Pünktlichkeit, weil ich es überhaupt nicht bin. Dann brauche ich jemanden, der da ein bisschen auf die Tour schaut. Und sonst Ehrlichkeit und Offenheit. Zurück wieder im Kitchen Club. Ahnungslos, für welche Frau sie heute kochen, liefern sich Gianluca und die beiden Philipps nun ein Kochduell. Für die Auswahl der Zutaten gibt es drei Körbe. Im Superfood-Korb sind Zutaten, welche besonders gut für die Gesundheit sind. Zum Beispiel Granatapfel, Grünkohl, Pullifleisch. Im nächsten Korb gibt es Spezialitäten. Papaya, Lammrippchen, Artischocken. Und last but not least, der dritte Korb mit aphrodisierenden Lebensmitteln. Mit aphrodisierenden Lebensmitteln kann es ganz schön heiß werden. Dazu zählen Meeresfrüchte, Schokolade und Chili. Mein heutiges Date werde ich mit einem Maisbladenbrötchen auf einem Merlo-Risotto zusammen mit einem Ananas-Mango-Chutney überraschen. Ob dieser exotische Mix überzeugen wird, wir werden es sehen. Ich werde sicher das Lammreck nehmen, das machen mit einer Kräuterkruste im Backofen. Dann werde ich verschiedene Wurzelgemüse ganz einfach dämpfen. Das ist nicht alltäglich und mit dem kann ich sicher punkten. So wie es aussieht, weiß der Mann aus Nidwalden, was Frauen mögen. Ich würde sie mit einem Fisch überraschen. Dazu mache ich ein Limetta-Risotto und ein Ratatouille-Gemüse. Und da gibt es noch einen speziellen Schaum dazu. Aber wir müssen noch schauen, das gibt eine Überraschung. Gut, Philipp. Die Königin der Kochrezepte ist ja bekanntlich die Fantasie. Nun heißt es, an die Pfannen, fertig, los. Sie haben 40 Minuten Zeit. Die Küche ist frei für den Bergliebhaber, den Hundeflüsterer und den Feuerwehrmann. Jetzt zu Ramayana, die einen pünktlichen Mann sucht. Das Schlimmste, was ich jemals gegessen habe. Das wird vermutlich mit Pilz zusammengehangen sein. Und ich habe es vermutlich auch nicht gegessen, weil Pilz ist für mich ganz, ganz etwas Schlimmes. Ich würde mich sehr über Krustentiere freuen.
Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Ramayanas Befürchtungen werden heute nicht eintreffen. Pilze sind keine dabei. Bis jetzt bin ich noch guten Mut. Ich hoffe, es wird so bleiben. Konkurrenz kocht auch nicht schlecht, habe ich gesehen. Jedoch das Spiel mit dem Feuer ist nicht jedermanns Sache. Ah ja, das ist dir auch ein bisschen abbrennt. Eine Portion Risotto ist per Zufall abhanden gekommen. Die Spannung steigt. Die letzten Minuten beginnen. Werden die Herren der Schöpfung es rechtzeitig schaffen? 40 Minuten sind vorbei. Jetzt werden die Würfel fallen. Wie Ramayana weiß, ein gutes Essen ist Balsam für die Seele. Zwei Köche wird Ramayana jetzt gleich nach Hause schicken. Menü Nummer 1 ist von Gianluca, der Feuerwehrmann, der es gerne mal anbrennen lässt. Okay, wow. Es hat also jemand gekocht, der Ahnung hat von Kochen. Jemand, der sehr genau arbeitet. Jemand, der ein Auge für Ästhetik hat. Die Lack drauf tut, sondern schön drapiert hat und angerichtet hat. Also wenn alle drei so gekocht haben, nehme ich gerade alle drei. Menü Nummer 2 ist von Philipp. Der Mann, der auch mal eine Zicke sein kann, setzt heute auf Lamm. Das sieht auch super aus. Hat sich jemand sehr Mühe gegeben mit den Kügeln, mit den Gemüsekügeln. Das Gemüse ist nicht gewürzt. Von der Persönlichkeit eher minimalistischer als Kandidat Nummer 1. Weil es ist gröber geschafft. Es ist ein richtiges Stück Fleisch, das drauf ist. Und Menü Nummer 3 ist vom zweiten Philipp. Der Mann aus Luzern ist momentan mit seinem Fisch und den Krustentieren eigentlich auf Kurs. Krevette und Fisch. Oh mein Gott, es hat Zimtstängel drauf. Es hat Anis drauf. Es hat Granatäpfel drauf. Das Risotto ist für das Versalzen. Einer, der viele Komponenten möchte auf einmal reinbringen und viel auf einmal möchte miteinander machen. Also es ist ein Mensch, glaube ich, der sich nicht festlegen kann, was er gerne möchte. Und darum am liebsten probiert er alles und dabei auch etwas Falsches rauskommt. Aber schauen wir noch, was passiert. Kommt es am Ende zur großen Überraschung? Ramayana muss sich entscheiden. Gianluca oder doch ein Philipp? Bei zwei weiss ich selber auch nicht gerade so recht. Da ja der Bauch soll entscheiden und der Geschmack. Und es ja der individuelle Geschmack soll sein. Ich entscheide mich für Teller Nummer 1. Jetzt hat sie Gelegenheit, etwas mehr über ihren Auserwählten zu erfahren. Hallo, Gianluca. Ramayana, freut mich. Danke, Svenny hat mir sehr gemundet. Es war sehr schön angerichtet, es war sehr fein. Chin chin. Cheers. Und wie könnte es jetzt weitergehen? Zur Auswahl steht ein romantisches Galadinner im Wert von 300 Franken. Eine Übernachtung in der Penthouse Junior Suite im Wert von 760 Franken. Oder, wenn die Chemie nicht wirklich passt, ein Gutschein im Wert von 50 Franken, einlösbar mit einer guten Freundin. Der Gianluca hat auch gut gekocht, das hat aber mega fein geschmeckt. Er ist aber einiges jünger als ich. Und darum entscheide ich mich für den Gutschein für Apero. Für mich hat es leider nicht gelangt. Die Entscheidung steht fest. Gianluca, was sagst du zu deiner Verteidigung? Also mit der Entscheidung von Ramayana bin ich voll einverstanden. Es ist wirklich ein relativ grosser Altersunterschied. Das haben wir dann auch gemerkt, als wir uns schon ein bisschen dürfen. Anhören, kennenlernen. Aber es war eine mega coole Erfahrung heute Nachmittag. Ich durfte wirklich tolle Leute kennenlernen. Und ich denke, die Männer, die heute dabei waren in diesem Format, haben sich sicher gefunden und werden vielleicht mal in Zukunft miteinander ein Bier schnappen oder sonst irgendetwas noch essen. Schade, aber bekanntlich findet jeder Deckel seinen Topf. Irgendwie, irgendwo und irgendwann. Mach mit beim Wettbewerb und gewinne einen der folgenden Preise. Einen Thermomix, das einzigartige All-in-One-Küchengerät. Eine Übernachtung in der Penthouse Spa Suite im Art Deco Hotel Montana für zwei Personen. Unsere heutige Wettbewerbsfrage lautet:
Was mag Ramayana gar nicht? A. Krustentiere. B. Pilze. Teilnehmen kann man online auf kitchen-date.ch. Teilnahmeschluss ist am kommenden Mittwoch. Montana Kitchen Date mit Art Deco Hotel Montana. Das Hotel, das lebt. Und Thermomix. Clever kochen, einfach genießen.